es aquel campo detrás de esa montaña en el desierto. Creo que ahí deberíamos encontrarnos para hablar sobre lo que ambos queremos hacer. Ist man aufgewacht, erinnert man sich meistens noch für einen kurzen Moment an seinen letzten Traum. Wenn man träumt, erinnert man sich meistens noch daran, wie der Traum begann. Ich habe ein Gesicht gesehen und eine Stimme gehört, ein Telefonat geführt. An mehr erinnere ich mich nicht. Und auch die Erinnerung ist schon in Sonnenlicht verwischt. Blau steht für den Anfang, habe ich gelesen. Für das Unbewusste hat sie mir gesagt. Stille und Tiefe. Wasserlandschaften sind immer Synästhesien. Hinter den Mesquitebäumen sah ich sie verschwinden, wie im Meer. Erinnerst du dich an die Orangen, an die Orchideen? Mandarinen erinnern mich wegen ihres Namens immer an China. Und heute auch an arabischen Kaffee-Likör, das meiste ohne klare Herkunft. Meine Lippen haben sich blau und schwarz verfärbt. Relikte kommen aus vergangenen Zeiten hervorgequollen. Hast du es nicht bemerkt? Als wir tanzten, sangen, umschlungen in Gedanken gefangen. Jede Bewegung wird jede Bewegung erleben. Jede Bewegung wird jede Bewegung. Vielleicht sind jede Bewegung zu Bewegung auch gleich. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Wer weiß? Reaktionen sind Aktionen auf Aktionen. Aktionen sind immer Reaktionen. Alles, was man macht oder nicht macht, sich auf andere Aktionen bezieht. Gedanken drehen sich spiralförmig in die Richtung, in die ich mich bewege. Ich war auf Coney Island, mit mir selbst verabredet, zu einer anderen Zeit, als die Erde bebte. Was war mit der Russin, fragst du? Was war in China passiert? Du sagst, ich soll dich nicht erinnern an das, was du gesagt hast. Und jetzt erinnere ich dich doch. Ich weiß nicht, wie wir die Wüste durchquert haben, sage ich, um vom Thema abzulenken, ohne zu wissen, dass es das Thema nicht ab, sondern weiterlebt. In Amerika haben sie eine Statue zum Gedenken an die Freiheit aus Europa bekommen. Wusstest du das? Als ich den Phönix sah, da wusste ich, dass ich bald am Ziel sein würde. Wir sind angekommen und haben uns gesehen. Angesehen die Wurzeln unter verschiedenen Schichten der Erde. Von Ende zu Ende, vom Ende das Ende, zum Ende das Ende. Dann merkte ich zwischen Worten, dass es Träume waren von der Zeit in Mendoza. Ich erinnere mich, wie wir unter dem Himmel saßen und Wein tranken. Ich erinnere mich an mein Zimmer, bevor es mein Zimmer war. Ich erinnere mich sogar an deine Mutter. An den Anfang von Träumen erinnere ich mich aber normalerweise nicht. Die Sonne sah mir immer zu und wusste immer, was ich tue. Ich stand auf dem Bild, was wir ansahen,
Schlechter Reim, sagte jemand. Doch der Mond kennt meine tiefsten Geheimnisse und weiß, was ich meine. In Tibet lehrt man nur einen Teil der Wahrheit, sagte mir mein Lehrer. Ich sagte, dass man das auch über ihn sagen könnte. In den San Francisco Peaks blickten wir in alle polaren Himmelsrichtungen. Wohin? Welcher Berg? Hast du das Rätsel schon gelöst oder drehst du dich noch spiralförmig im Kreis? Geht man zurück zu den Wurzeln, wird man die Sonne und den Regen nicht sehen. Wie oben, so unten. Du sprichst. All die Himmel und Höllen, Götter und Dämonen greifen in dich. Hörte ich jemand sagen. In der Ferne, ich erinnere mich, komm daran. Die Wellen schlugen gegen das Bug. In dem Dorf haben die Leute von Hunden und Tigern erzählt. Ich erinnere mich an das Konzert von Hasen, die Tiger jagten. Und wir tanzten, ohne uns gekannt zu haben. Ich erinnere mich an das Ende, an alle Enden. Wenn ich etwas kann, sagte ich dir, es ist vernebelt, dann ist es zum Ende. Und zum neuen Anfang zu feiern, warum ich das sagte, weiß ich nicht. Warum ich es jetzt sage, noch weniger. Ich habe mich und meine Träume zusammen und umgesetzt, rekombiniert, rekonstruiert und restrukturiert. In Träumen erinnert man sich normalerweise nicht daran, wie sie begannen. Erwacht man in einem Traum, befindet man sich bereits in einer komplexen Situation. Erwacht man aus einem Traum, ist es nicht anders. Man erinnert sich meistens noch für einen kurzen Augenblick an seinen letzten Traum. Vielleicht kurze Zeit. Ich habe ein Gesicht gesehen und eine Stimme gehört. Ein Telefonat geführt, an mehr erinnere ich mich nicht, und auch die Erinnerung ist schon in Sonnenlicht verwischt.